Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde hier in Combat Mission Red Thunder. Und wir sind hier dabei, diese Ortschaft zu stimmen. Ich mache jetzt gerade mal den Rauch weg, um etwas besser sehen zu können. Interessant wäre natürlich... wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir machen mal Target Light hier auf dieses Gebäude mit dem Trupp. Und dann ziehe ich tatsächlich mit der zweiten Gruppe bis hierher nach. Was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass ich hierüber nichts habe, was drauf schießt. Vielleicht kann man das Fahrzeug nehmen. Oder das hier. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Wird ein bisschen dauern, bis ich hier mich durchgearbeitet habe, wahrscheinlich. So, mit der Einheit möchte ich eigentlich dieses Gebäude nehmen. Komme ich hier so einfach rüber? Ja, komm, wir machen das mal. Wir gehen mal hier rüber. Nee, nicht mit der, sondern mit denen hier mache ich das. Assault. Sollen hier rangehen. Und das war's hier drüben mit der Bewegung auch schon wieder. Gehen wir rüber zur ersten Kompanie. Jetzt lauter kleine Schritte hier. Ich heb mal hier den Zielbereich auf und führe den noch ein bisschen weiter hier rechts rüber. Und dann schauen wir, was da noch kommt. Auch hier werde ich mich jetzt erstmal, wisst ihr was, den Trupp bewegen wir mal hier vorne ran. Orientierung hier rüber. Das war's schon auf der Seite. Und dann wird es sicherlich interessant auf der Seite. Gut, Aufklärer hat nach wie vor kein Feindfeuer auf sich gezogen. Ziehen wir mal ein kleines bisschen weiter rein. Panzer haben schon relativ gute Sicht ins Dorf. Den Rest lassen wir so stehen. Wir warten noch, bis Stummel auch noch hier angekommen ist und dann werde ich die... Ah, wisst ihr was, ich kann die hier eigentlich schon mal durch das Gestrüpp hier rausführen. Und Stummel ebenfalls hier ran. Verlegen wir den Panzer noch ein bisschen weiter hier hoch, ein Stück rückwärts, dass er wieder erhöht steht. Und mit dem Aufklärer gehen wir mal hier in den Wald ran. Das wird es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe jetzt nur, dass ich hier das Durcheinander auflösen kann. Lassen wir den Tiger noch ein bisschen stehen, bis sich das andere Fahrzeug hier hoffentlich endlich bald mal hier vorne weggesetzt hat. Oh nein! Das Fahrzeug bockt, hat sich festgegraben. Ist stecken geblieben. Schauen wir, ob ich den hier außen rumführen kann. Aber wisst ihr was? Das Team ist vollkommen uninteressant. Das blockiert mir ja bloß die wichtigen Fahrzeuge. Hebe ich die Pause hier auf und hoffe, dass ich mit dem Tiger hier an der Seite vorbei kann und hoffe, dass das Fahrzeug sich vorne nicht festfährt. Das kann nämlich auch passieren. Dauerhaft festfahren ist nicht gut. Ich bringe jetzt mal vorsorglich die Fahrzeuge hier. Wie sieht es denn aus?
Ja, ich bringe die mal ein bisschen näher zusammen. Ich denke, das reicht. Hatte ich nicht noch eine Feuermission am Laufen? Busy, go to spotter doch hier. Auf die Angriffszone blau in 6 Minuten. Haben wir noch Zeit? Ja, belassen wir es dabei. Fangen wir hier vorne an. Und schauen, dass wir jetzt final in dieses Dorf einbrechen können. Wichtig ist, dass wir mal die ersten Hütten einnehmen. Und wo kam das? Wieder so ein Kartätschenschuss. Da drüben sitzt sie. Boah, es sieht wirklich gefährlich aus. Ist es auch. Mehr oder weniger eine Art Schrotladung. Eieieiei. Hier muss die Pack sitzen irgendwo. Oder da oben. Wir können mal schauen. Nee, hier nicht. Das heißt, die Pack sitzt hier in den Büschen irgendwo drin. Irgendwo hier muss sie sitzen. Den ganzen Trupp ausgelöscht. Mal alle in Deckung gehen hier. Da ist die Pack aufgeklärt. Wer sieht sie? Eine kleine Pack, 45 mm. Ja, boah, die ist echt klein. Müssen wir bekämpfen. Es wird so. Sie kommen jetzt aber auch mehr unter Druck hier. Ja, die sind jetzt auch beinahe schon unterdrückt. Ja, jetzt greift das Feuer langsam. Spulen wir nochmal zurück. Schauen uns das nochmal aus unserer Sicht hier an. Hat sich lange bedeckt gehalten hier, die Pack. Boah. Komm, nimm den Feuerkampf auf. Ja, sogar ein ZF dabei hier. Sehr ungenau schießt er natürlich jetzt hier aus dem Stand oder aus dem Knie mit dem Maschinengewehr. Schauen wir uns das ganze Geschehen aus der Vogelperspektive an. Das hat auf alle Fälle schmerzhaft wehgetan. Ja, wie klein die Pack ist, die 45 mm Pack. Nee, sonst passiert ja weiter nichts. Gut, haben wir das gesehen? Gehen wir rüber zum ersten, also ersten Kompanie.
Ziel ist erfasst worden. Generell sind Gebäude nicht immer zwangsläufig die besten Orte dann auch für Infanterie, denn unter ordentlichem Beschuss können Gebäude natürlich auch zerstört werden. Vor allem Holzgebäude fallen relativ schnell in sich zusammen und begraben dann Infanterie unter sich. Muss man aber ein bisschen aufpassen. Man hat allerdings kein, wie soll ich sagen, man weiß nicht genau, wann das passiert. Ja, man sieht, dass das Gebäude sich nach und nach zerstört. Ja, hier der Feind wird effektiv bekämpft. Wir haben hier in der Ecke auch noch jemanden gehabt. Ich spule nochmal zurück. Wahrscheinlich die Splitterwirkung hier verstorben. Trauen sich erstmal nicht mehr raus. Vielleicht bewegen sie sich schon entlang des Grabens auch außerhalb unseres Sichtbereichs. Ne, da sind sie wieder. Gut, Ziel ist aber aufgefasst. Mit einem Maschinengewehr hier. Okay. Das Ganze hier auch nochmal aus der Vogelperspektive. Sind hier von der Infanterie unter Feuer genommen worden, aber das sorgt uns unser Panzer gleich dafür, dass die beschäftigt sind. Komm, steh auf. Ja. Das 42er MG wäre schon gut, wenn wir es hier vorne hätten. Okay, Trupp ist in Stellung. Das heißt, auch hier sieht es gut aus. Jetzt bin ich gespannt, was drüben auf der linken Flanke passiert. Ob hier meine Leute Gespenster sehen mit dem angeblichen Panzer, der hier vielleicht hinten noch rumkreuzt oder nicht. Sieht es denn aus am Flussübergang? Kommt der Tiger durch? Sieht gut aus, das andere Fahrzeug steckt noch fest. Ah, und der Tiger hat hier keinen Platz durchzufahren, oder? Millimeterarbeit. Ja, Gott sei Dank ist das Fahrzeug wieder frei. Wie lang der Marsch hier über die linke Flanke gedauert hat, wirklich Wahnsinn. Nee, da ist nichts weiter passiert. Wir schauen noch mal hier vorne vorbei. Schon Sicht auf die Brücke da hinten. Sieht gut aus. Interessante Info gerade aus meinem Generalstab. Die Pack 45, vorhin wurde auch schon gesagt, so ähnlich wie unser Panzerankopfgerät. Das war die Pack 37, glaube ich. Und die Pak 37 wurde zusammen mit den Russen anscheinend gemeinsam entwickelt und die 45 mit dem Pak ist ein Upgrade der Pak 37. Interessant. So, sonst ist nichts weiter passiert. Gehen wir in die nächste Runde. Machen wir da weiter, wo es vermeintlich einfach ist. Jetzt erstmal in dem Bereich. Ich habe noch ein bisschen Angst, dass mir hier noch ein feindlicher Panzer in den Rückraum fährt. Bringen wir jetzt mal unseren vorgeschobenen Beobachter hier.
nach vorne. Erstmal so, was ich genau mit ihm mache, muss ich noch entscheiden. Dann unseren zweiten Zug, ebenfalls nach vorne. Was mich sehr verwundert, ist, dass wir so wenig Einsatz sowjetischer Artillerie gesehen haben. Wobei Artilleriefeuer natürlich auch wirklich schwer ist in dem Spiel, weil wir natürlich diese langen Zeiten haben, bis Artillerie dann auch wirklich, ich sag jetzt mal, da auf den Bereich fällt, wo wir sie haben wollen. Im Übrigen fällt sie nicht immer genau dahin, wo wir wollen. Man muss also ein bisschen aufpassen. Und da ist schwer zu antizipieren, wann man wo Artillerie hinlegen muss, um auch effektiv bekämpfen zu können. Nochmal Panzergrenadiere, das ist unser dritter Zug. Dann bringen wir die doch auch in Stellung. Zumindest jetzt hier hinten schon mal. Machen wir eine Pause. Tja, Tiger. Ich schätze mal, die Tiger werde ich wieder zur Rückraumsicherung hinten stehen lassen. Noch zwei Panther. Ich schaue jetzt gerade mal, wer von den Panthern wo welche Schussfelder hat. Vielleicht sollte ich einen von den beiden abziehen. Wobei mir da tatsächlich der Tiger lieber wäre, wisst ihr was? Kann der hier auch rüberwirken, wenn da was kommt? Ja. Ich führe jetzt meinen zweiten Tiger nach. Und immer noch ist hier dieses wahnsinnige Nadelöhr. Wo bringen wir denn den Tiger hin? Ich bringe den jetzt erstmal hier oben in Stellung. Habe ich sonst alles? Kompaniehauptquartier. Ja, die muss ich natürlich auch irgendwann rüberbringen. Pioniere. Lass mal die mal hier stehen. Aber das Fahrzeug können wir natürlich rüberbewegen. Tiger kommt. Dann hier drüben. Was haben wir denn mit dem hier für ein Schussfeld? Wenn sich da was bewegt, dann könnten wir es eventuell finden. Probieren wir es mal so. Und hier vorne muss ich nichts beeilen. Da warten wir jetzt erstmal, bis die Infanterie rankommt. Schussfelder. Sind soweit in Ordnung. Infanterie steht. Ich warte noch ein bisschen, bis der Rest rangekommen ist. Dann hinter zur ersten Kompanie. Da kann ich jetzt auch erstmal die Panzer ihr Werk vollbringen lassen, bevor wir da rüberspringen. Da haben wir es nicht eilig. Da machen wir erstmal nichts. Und dann natürlich hier im Bereich der Pack. Wer sieht die Pack alles? Ich werde jetzt die vorhin zwar eigenständig, aber ich gebe jetzt trotzdem das Ziel direkt an. Kann ich hier noch Clear Target? So, jetzt haben wir den Fall. Das Fahrzeug sieht die Pack nicht. Und ich kann auch den direkten Punkt nicht anwählen, aber es reicht, wenn ich hier Area Fire quasi in den groben Bereich mache. Einfach aus dem Grund, es fliegt genügend Blei durch die Luft, die hoffentlich die Pack in ihre Stellung verweist. Und ich schau mal, von der Seite werde ich nicht rankommen, oder?
Nee, da ist zu viel Rauch. Und wahrscheinlich auch, nehmen wir mal die... Die Packs jetzt hier. Wahrscheinlich kann ich hier auch gar nicht... Nee, ist hinterm Hügel. Gute Stellung. Gut ausgesucht. Im Übrigen, vielleicht auch ganz nett als Ergänzung, also die Combat Mission Szenarien, die stehen und fallen ganz klar mit dem Szenario Designer. Die KI funktioniert auf taktischer Ebene einigermaßen gut. Die KI, wie soll ich sagen, es ist eigentlich keine wirklich echte strategische KI in dem Spiel mit dabei. Sie kann also relativ schlecht selber entscheiden oder Angriffspläne schmieden. Was Szenario-Designer machen, ist im besten Fall, und das machen eigentlich die meisten, mehrere verschiedene Angriffspläne oder Verteidigungspläne aufzustellen. Das heißt, man kann Szenarien auch wiederholen und die Verteidiger verhalten sich anders an andere Stellung oder greifen anders an. Aber letztendlich ist die KI der Szenario-Designer, der sagt, wo Einheiten stehen, wann sie sich irgendwo rauszulösen haben, wenn der Feind gewisse Linien überschritten hat. So lässt sich hier das Ganze ein bisschen einstellen. Und trotzdem ist das Spiel gegen die KI meistens sehr, sehr fordernd. Allerdings noch kein Vergleich zu einem kompetenten Gegner, der weiß, was er tut. So. Das mit der Pack gefällt mir noch nicht. Ich habe bloß gerade eben nichts, mit was ich hier wirken kann. Die Pack kann sich auch sehr, sehr schnell drehen. Vielleicht sollte ich mit irgendeinem SD-Kfz schnell in die Flanke preschen. Was haben wir denn hier noch? Aber schnell ist auch gut, gell? Machen wir mal Reverse. Schauen wir mal. Das hier gefällt mir nicht. Ich hoffe sehr. Haben wir Rauchgranaten dabei? Nee, haben wir nicht. Hab aber auch gerade keine andere Option. Ich möchte jetzt ungern hier noch ein zweites Team verlieren. Oder in den Gefahrenbereich der Pack bringen. Ich riskiere es jetzt, dass wir mit den beiden Trupps die Pack einigermaßen rückstellen können. Ansonsten kann ich hier gerade nicht so viel machen. Machen wir mal den Rauch weg und schauen mal, welcher meiner Panzer eventuell Sicht drauf bekommen könnte, falls der Rauch sich verzieht. Wir haben hier vorne einen Panzer 4. Den lassen wir natürlich mal in diese Richtung drehen. Ich springe jetzt mal hin. Ja. Ist interessant. Die Pack hat wirklich auf die Entfernung, gut, auf die Entfernung mit der 45mm Pack. Gegen den Panzer 4 könnte es eventuell reichen. Hat der hier auch Sicht? Auch der hat Sicht. Lass mal den Panther hier noch ein kleines Stückchen vorwärts fahren. Dass der nicht so viele Gestrüpp im Gesicht hat, denn das behindert ihn natürlich auch beim Sehen. Mit dem hier blind durchschießen. Geht natürlich nicht, weil der Nebel gerade da liegt. Nee, nee. Aber ich könnte Panzer 4 in Stellung bringen. Nehmen wir doch mal hier die Panzer 4. Mal Clear Target. Und fahren mal mit einem ran zur Infanterieunterstützung. Rauch weg. Ja, könnte klemmen. Schauen wir mal. Was habe ich gesagt? Im Dorf bleiben wir erstmal. Ja, lassen wir es erstmal entwickeln. Dann würde ich sagen, schauen wir doch, beginnen den Zug hier drüben. Wo ist es spannend? Natürlich hier bei der Infanterie. Ich bin gespannt. Na dann.
Schießt! Sie schaffen es immer noch, Schüsse rauszuhauen. Was mit dem Trupp hier? Einer schießt derzeit nur. Jetzt bekommen wir noch von woanders Feuer rein. Oder sah das nur so aus? Nein, wir bekommen Feuer aus dem Gebäude hier. Oh, schwere Verluste jetzt hier bei meiner Infanterie. Schwerste Verluste, würde ich sogar sagen. Oh, da steht noch eine Pack. Uiuiuiui. Problem ist auch ein bisschen hier, dass ich von der Zeit her ist natürlich jetzt schon sehr unter Zeitdruck stehe und schnell vorwärts gehen, vorgehen muss. Also wir haben Infanterie in dem Gebäude und irgendwo hier ist eine Pack, in dem Gebäude ebenfalls. Steckt mir ja ganz schön im Kreuzfeuer, vielleicht schaue ich mir das lieber von oben an. Ich spule noch mal ein bisschen zurück, vielleicht kann ich es von oben besser sehen, was hier eigentlich wirklich passiert. Also wir bekommen Feuer aus den beiden Gebäuden hier. Infanterie. Hier ist nochmal mit Kartätschen. Jetzt haben wir ein besseres Bild. So. Wo steht hier was? Bäume weg. 45 mm. Ein Trupp Infanterie in dem Gebäude. Mit Maschinenpistolen und zweiten in dem Gebäude. Gut. Ha. Ärgerlich, ärgerlich. Schauen wir uns jetzt nochmal in der Gesamtheit hier an. Es wird schwer für mich, alle Angriffsziele, Angriffszonen hier einzunehmen. Ich glaube, ich habe gerade irgendwo Panzerbewegung gesehen. Ja. Da schaut es übel aus. Geh mal schnell weg. Wie schaut es hier aus? Was macht denn das Kfz hier? Was macht er denn? Hier ist es ruhig. Ja, Panzerbekämpfung in Infanterie. Derzeit noch keine Pack gesehen. Sehr schön. Der ist doch irgendwie in Panik oder so, oder? Wobei wahrscheinlicher ist, dass ich einen Schmarrn gemacht habe. Hier ist ruhig.
Also die Angriffszone blau, die werden wir ja wohl noch nehmen können. Ja, weiterer Sort wird jetzt hier ausgeschaltet. Und dann gehen wir hier rüber. Schauen wir mal, was hier passiert. Bleiben wir jetzt mal hier erstmal in der großen Ansicht. Ja, also nur ganz kurz hier hinten. Jetzt sehe ich es wieder nicht. Hier hinten bewegt sich irgendwas. Da ist irgendwas in Bewegung. Irgendwas Panzer. Und zwar anscheinend nicht zu knapp. Wir haben wieder Sicht auf den Aufklärer. Wer hat die Sicht? Beide Panzer hier. Ja, aus der Fahrt, kein Wunder. Bleib stehen und schieß dann. So, jetzt. Die haben es noch nicht mal bemerkt. Gleich zwei eingesteckt. Ja, wahrscheinlich ist da gar kein weiterer Panzer. Schön friedlich hier auf der linken Flanke. Und während rechts hier die Hölle losbricht, hätte ich das Dorf doch mit Artillerie platt gemacht. Tja, das war's. Da drüben ist immer Bedrängnis. Nichts, was mir jetzt schon große Sorgen bereitet. Ich denke, da kommen wir schon wieder raus, die Situation. Aber mir tut es natürlich trotzdem irgendwie um jeden verlorenen Pixel-Soldaten irgendwie leid. Machen wir nächste Ausgabe weiter. Würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf alle euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Ciao, pfiat's euch. Servus.